Moin Moin, mein Name ist Heinrich Löwe und mit mir spielt die Matulu. Genau. Und ich bin ein Zwerg. Ja, so ungefähr. Heute haben wir uns entschieden, mal unter Tage zu arbeiten. Damit wir da mit unserem Baumprojekt, Baum unter der Erde, weiterkommen. Und da haben wir schon echt einiges weggekloppt. Aber es wird noch viel mehr. Also das ist definitiv ein Langzeitprojekt. Das wird noch einiges an Zeit, einige Nächte in Anspruch nehmen. Ja, darum will ich ja erstmal hier meine Linie haben, damit ich das testen kann, bevor wir in die Breite gehen, weißt du? Ja, ich fange trotzdem schon mal mit der Breite an. Du kannst ja die Breite machen. Ich kann's ja gerne machen, aber ich möchte hier gerne erstmal tief. Bis auf diesen schmalen Grat, den lasse ich dir. Oder kannst du auch Frames hinsetzen eigentlich. Weil du hast ja hier seitlich irgendwie da, naja. Ja, und unter Tage kriegt man auch schön fleißig XP. Eisen. Steine. Alles, was man so braucht. Aber meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Haben wir noch Erde oben? Ja. Ich will hier gerade nebenbei Cottlestone zu machen. Mach doch. Ja, ich habe noch keine Erde. Kannst du Erde ja, mitbringen? Ja, ich kann aber Erde gleich holen. Ja, bring mal Erde mit, dann mache ich nebenbei... Oh, ich habe auch selber noch 900 Erde. Ja, 100 weißt du, ist ja nicht viel. 1000 oder so wäre gut. Jetzt ist auf jeden Fall meine Spitzhacke im Arsch. Was? Komm mal tief runter hier. Ach ja, der und ich habe ja auch Chili Dogs gemacht. Heinrich hat seinen ersten Chili Dog auch schon gegessen. Oh, warte gegessen. Mal. Gucke ich mal ganz kurz, wie das mit Nahrung ist. Also ich bin sogar... Der hat mich übersättigt. Ich war bei 80. Ich sag mal, ich war bestimmt bei 130. Wow. Also 50 hat er wahrscheinlich. Also ich habe jetzt 72. Er hat mich sogar ein bisschen zu sehr satt gemacht. So, Erde. Wenig Erde nehmen wir mit. Mache ich daraus mal gleich Cottlestone. Ach, halt, erst muss ich mein Ding reparieren. Reparieren. Du. Erledigt noch. Ich guck mal, was wir für coole Rezepte hier eigentlich haben, um das zu verbessern. Dye Blue. Vielleicht mache ich meine Spitzhacke blau. Mal schauen. Scope. Trigger. Separate. Aber da draußen höre ich schon wieder so eine doofe Kuh. Oh, kannst du ja gerne töten, wenn du möchtest. Mach ich auch. Wo ist sie denn? Oh, die ist schon tot wieder. Hat sich in der Falle selbst getötet, ja? Ja. Na gut. Dann komme ich wieder rein. So, dann kann ich jetzt Cottlestones machen. Huhu! Wie viel? 2419. Das dauert bestimmt 20 Minuten. 16. Na, sag ich so. Passt. Mach ich, ne? Ja, mach. Dann haben wir allerdings auch keine lehmige Erde mehr. Da müssen wir Erde hacken. Oh, ich muss nicht noch so tief. Warum haben wir keinen Erdbohrer? Warum gibt's den nicht? In der vorigen Version gab es immer so einen Erdbohrer. Wir hatten den mal gebaut. Dann bist du echt durch
durch den Boden geschnitten, das war... Ich hatte nie einen Erdbohrer. Doch, einmal hatten wir einen. Ja? Ich glaube, da hatten wir damals mit dem Montro zusammengespielt. Oh. Na, das ist schon ein bisschen her. Ich glaube, den hatten wir auch nur deswegen, weil er den im Airdrop hatten oder so. Das kann sein. Gebaut hatten wir den noch nie. Wir haben immer nur da die Anleitung für gefunden. Genau. Aber wir haben, glaube ich, nie diese Handgriffe oder so haben wir nie gefunden. Ja, den Bohrer haben wir gefunden. Den haben wir gekriegt, den Erdbohrer. Oder zumindest gefunden, aber... Naja. So, ich soll was trinken, dann tue ich das doch mal. Boah, 5000 Stein schon dabei hier. Aber mittlerweile kriegt man echt gut die Steine zerkloppt. Also wenn du am Anfang überlegst mit dieser Steinspitzhacke oder so, da brauchst du ewig. Oh, jetzt bin ich hier beim Eisenteil angekommen. Na gut, bringt Eisen, schon ganz gut. Jo. Könnte man so eine zweite Dingsschicht machen hier. Eisen? Stacheldrahtschicht draußen. Ach so. Ja. Man könnte auch, ich habe eigentlich gehofft, dass sie irgendwann mal die Gräben breiter machen, weißt du? Mhm. Dass es so zwei Felder sind, damit man so zweilagig Stacheln reinpacken kann. Mhm. Würde ich ganz schön finden. Dir steht es frei zu graben. Nee, ich habe ja keinen Bock drauf. Ich dachte, das machen die Zombies. Ach so, nee, die springen irgendwie nur hoch. Die graben gar nicht mehr so. Ja, ich weiß. Das wir ist haben die doof. Immer gegraben. Das war früher toll. Dann brauchte man gar nicht graben. Dann, das haben die Zombies. Das war aber auch nervig, wenn sie dadurch was kaputt gegraben haben. Ja, aber ja, das stimmt auch. Ich fand das irgendwie toll, dass die gegraben haben. Also ich finde, sie sollten eher so eine Kombination machen, dass einige dann trotzdem graben und andere dann halt drüber hüpfen. Aber zurzeit machen sie ja, früher haben sie ja nur gar nicht gehüpft. Hallo! Hallo da unten! Was du denn da oben? Ah! Ich bin da einmal im Kreis gegangen. Warum da oben? Ja, wir müssen ja auch in der Höhe was abtragen. Jetzt bringt uns das unten gar nichts. Das sieht doch... Wenn ich bis da unten gebuddelt habe. Das sind doch 10 Frames oder so bis dahin. Ja, wirklich. Hallo, hast du eine Ahnung, wie hoch so ein Baum ist? Ja, weiß ich nicht, werde ich ja sehen. Das kann man ja immer noch anpassen. Du hast gesagt, mach. Ich mache. Ja, dann mach. Ich habe nur Angst, dass die Decke irgendwo einstürzt. Ja, die Höhe ist nicht das Problem. Die Breite. Hm. Ich find, wir kommen hier ganz gut zurecht, also geht fix. Wenn kein Eisen wäre, also bei dir. Ja. Sammelt man ein bisschen Eisen, das wird ja nicht schlecht. Ja, nicht, dass hier die Decke einstürzt. Aber ich bin fast auf der Tiefe. Das sind 3-4 Frames noch. Lagig ist natürlich viel, aber... Wir wollen hier unten ja auch, wenn möglich, Bäume anpflanzen. Und die Dinger werden hoch. Ja, pflanzt sich halt Tannen an. Die wurden... Die werden auch hoch? Ja. Ja, natürlich, die werden genauso hoch wie die Eichen. Ach, Papple, Papp. Werden die nicht. Natürlich.
Auf jeden Fall können wir nicht so schnell sterben, wenn wir hier unten sind. Es sei denn, die Decke stürzt ein. Oh, mehr als 6000 Steine kann man nicht stacken. Danach sind, muss, ja. Ja, das hat sich ja nicht geändert. Ah. Hatte schon ewig nicht mehr so viel Stein. So, hier wo ich jetzt gerade bin, das ist dann der Abgang dafür, also dass wir in unserem Wald auch runtergehen können. Mhm. Man kann ja auch in der Mitte irgendwie so eine Steinsäule noch lassen oder so. Oder so. Oder zwei zum Abstützen. Ja, bisher hält's ja. Aber es ist ja auch noch schmal. Eben. Wenn's breiter wird, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Man kann, wie gesagt, auch Steinsäulen lassen. So wie vorhin im Supermarkt, um das, um die Halle, um die Decke abzustützen. Haben die. Also der Supermarkt ist halt ein großer gewesen. Und ich weiß nicht, ob die Angst vor Schnee haben oder ob das Dach einfach marode ist. Ja, die haben das halt, wie man so kennt, diese Eisenstützen, die man so vom Bau her kennt, massig in diesem Laden verteilt und ja. Ich bin ein paar Mal fast dagegen gelaufen. Ja. Weil ich ja immer so aufmerksam durch die Gegend laufe. Ich glaube, du hast es auch gar nicht mitgekriegt, dass das da eigentlich nicht hingehört. Normalerweise. Ja, irgendwie so unterbewusst schon. Das ist richtig Arbeit, du. Ja. Da wird der Zeigefinger irgendwann ein bisschen lahm. Ja, ja, es ist so. Ich komme mir gerade vor wie bei damals Diablo. Da bist du ja auch nur am Drücken, Klicken und. Das tat mir manchmal. Ja, aber hier kann man ja zum Hauen wenigstens gedrückt haben. Ja, genau, genau. Ging aber, glaube ich, bei Diablo auch. Ja? Hm. Dann hast du halt die ganze Zeit geschlagen. Ging das auch schon bei Diablo 2? Oder erst bei 3? Ich bin mir da nicht sicher, aber ich hab's jetzt schon. Ich glaube, das ging, ja. Weil Diablo 3 hat ja nicht gespielt. Ich bin mit meinem Fuß hier an den Mikrofonständer gekommen. Achso, ich dachte wieder Autounfall draußen oder so. Nö, nö. Das war der Mikroständer. Ja, und sonst so? Wollen wir uns unsere Lieblingswitze erzählen? Ich habe keine Witze. Du hast keine Witze, du bist humorlos. Ich bin sowas von humorlos. Jetzt habe ich oft meinen Humor habe ich auf der Arbeit vergessen. Ha, ha, ha. Ja, dann brauchst du wohl für deine Arbeit Humor. Och, ich muss gleich wieder reparieren gehen. Scheiß Spitzhacke. Ja, meine ist auch nur noch zur Hälfte gut. Welche Wertigkeit hat deine Spitzhacke denn? Also das Beste, was ich habe, ist 4. Ja, okay. Also ich könnte uns sonst bei Gelegenheit mal 5er machen oder so. Wenn ich zum Reparieren gehe. Boah. Achso, soll ich so ein paar Säulen da lassen? Oder? Zeig mal. Ich hab doch keine. Achso. Aber das muss man ja wenn von oben nach unten durchplanen. Ich weiß ja gar nicht, wo du hackst. Oh, guck jetzt, guck hin, wo du hackst. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Wo bist du denn? Also hier könnte man zum Beispiel. Bist du da hingekommen? Tja, also kannst hier rüberspringen, aber du kannst auch außenrum gehen. Hä? Wobei, nee, außenrum nicht. Doch, klar, du kannst einmal da durch den Gang, den ich nach rechts gebuddelt habe, kannst du gehen. Ach so. Ach, du bist. Ah, jetzt verstehe ich.
ist hier einmal in dem Kreis. Ja, also man könnte zum Beispiel jetzt hier dieses Ding hier, kann das ja mal als Säule zurechthacken. Ja, hack das mal. Könnte man so nach unten gehen. Ja, kannst du gerne eine Säule machen. Oder zwei. Ich würde dann mehrere machen. Ja. Also wenn ich hier gleich das hier ungefähr fertig geklappt habe, dann ich muss trotzdem, glaube ich, einmal reparieren, meine Spitzhacke. Dann werde ich mir irgendwie Erde besorgen und dann werde ich hier mal ein Bäumchen reinpflanzen. Ein Testbäumchen? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es nur mit Erde funktioniert, aber... Hm. Wir brauchen ja sowieso ein bisschen Erde. Irgendwo will ich gleich das abgrasen. So, also hier kommt eine Säule hin. Ich habe sie hier schon angedeutet. Ich hack hier auch schon mal so ein bisschen nach unten. Dass du das sozusagen nach unten hin fortsetzen kannst. Dass du nicht direkt da, wo ich die Säule jetzt plane, das weghaust. Ja, ich werde da schon sowieso dich fragen. Was ich hacken soll. Nein, nicht runterfallen. Oh, muss repariert werden. So, dann mal schnell wieder hier hoch. Ja, ich weiß, muss repariert werden. Bidu. Pack mal die Steine wieder in die Waschmaschine. Damit die auch mal sauber werden. Ja, genau. Was soll ich ja auch die ganzen Steine immer rumschleppen? So, die können wir zerlegen. Du bist durstig, trinke Flüssigkeit. Ja, der merkt gerade immer früher rum, kann das sein? Der hat noch, ich bin bei 90% und der jammert rum. Ja, du hast ja mittlerweile mehr als 100 als maximal. Ja, trotzdem ist das eine ganz schöne Mimose. Oh, das Wasser, oh, ich habe ja Wasser. Ja, da haben wir keine mehr, den müsstest du. Ja, das mache ich dann. Aber erst bin ich ja mit dem Hacken noch gar nicht fertig. Gaskleidung. War kein Wasser mehr? Doch. Ich steige bei den Kisten doch da oben, ja. Okay. Ich steige schon gar nicht mehr durch. So, Nahrung. Nahrung könnte ich was gebrauchen. Also ein Spiegelei. Ah, Kreischerin. Ich guck mal nach der Kreischerin. Du stöhnt nur die Kreischer-Dame. Ich gerade nicht... Alter, was war das denn gerade? Was denn? Hier ist irgendwas gerade runtergefallen. Hä? Es sah so aus, als ob da irgendwas runterbröckelt. Habe ich das gerade mir vorgestellt oder war es da? Das weiß ich nicht. Musst du nachher deine Aufnahmen checken. Das mache ich so Minute 17. Ich habe auch Stöhnen gehört, auch nicht gesehen. Bestimmt irgendwo im Graben verreckt. Naja, soll mir egal sein. Tür zu, zieht's. Ich komme in den Keller. So, rein. Luke zu. Ach, jetzt habe ich vergessen, meine scheiß Spitzhacke zu reparieren. Wieder hoch. Und wir brauchen mal geschmiedetes Eisen, glaube ich, bald. Da kannst du ja direkt einen Auftrag geben. Nö. Oh. Oh, die Pflastersteine sind bald fertig. Wie gebe ich das nochmal in Auftrag? Geschmiedetes Eisen in der Schmiede angeben. Da. Ja, genau. Und, ja, wie viel machen wir da? Machen wir 100, 150. Dann repariere ich nämlich meine Spitzhacke auch noch und mache uns beiden dann eine neue. Wenn du magst, auch neue Schaufeln. Joa. Joa. Ich glaube, mit der, wenn die natürlich bessere Wertigkeit haben, buddeln die auch mehr weg, ne? Ich glaube auch.
Aber wir müssen nicht mehr alles aufheben. Wenn wir da neuere haben, dann müssen wir mal auch die älteren, die wir noch in den Schränken haben, mit zerstören. Ja, Level 2 und so, ne? Ja. Es war schön, dass wir ein paar übrig oder doppelt haben, ne? Ja, aber da können wir ja die Vierer als Notfalldinger behalten. Ja, genau. So, der Gegenstand muss repariert werden. Und wird wahrscheinlich eh ein bisschen dauern, die Spitzhacke, bis sie fertig ist. Ja, ja. Und eine Kleinigkeit essen muss ich auch wieder. Licht können wir ausmachen. Echt hell genug? Nee, ich lasse es an. Müssen zu. Was? Ameisen? Eisen! Das ist ja, glaube ich, mal die Ohren waschen. Muss man doch da reden. Das wäre cool. Ameisen, Riesenameisen in dem Spiel. Zombie-Riesenameisen. Die kommen dann hier, die haben ihre Nester unterirdisch und die könnte man treffen statt Eisen oder so. Oh, ich habe nicht mehr genügend Holz. Was hast du? Ich habe nicht mehr genügend Holz. Dann hacke mal. Ja, was glaubst du, was ich jetzt tue? Hacke Peter, hacke Peter. Geh jetzt Holz hacken. Was denkst du denn? Außerdem kann ich da mal kurz hier meine Landwirtschaft überprüfen. Wie die sich so macht. Sieht gut aus. Man kann ernten. Dann mache ich das doch mal gleich. Pilze, Pilze, Aloe, Pilze, 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 Aloe, Aloe, Aloe. Ich höre auf zu sagen, was ich ernte. Nein, ich habe einmal zu viel gehauen. So, und ich glaube, ein paar setze ich um, weil ich möchte, dass die mehr zusammenstehen. Haben wir denn schon so zwei Kartoffeln aber gekriegt? Das ist doch nice. Ja. Au! Was machst du? Ich hab mir wehgetan. Ja, mach doch sowas nicht. Tu dir doch nicht weh. So, ich glaube, ich bin fertig. Cool. Ah, da oben die Ecke hätte man ein bisschen besser machen können. Kommt aber später noch hin. So, dann besorge ich mir doch mal ein bisschen Erde. Mach mal. Und habe ich das Gartengerät dabei? Jawohl. Das heißt, dann kann ich die Erde auch verteilen. Haben wir hier in der Umgebung schon mal einen Punkt, wo wir gegraben haben? Nee, ne? Oder soll ich von innen einfach mal tiefer buddeln? Ach ja, ich wollte ja Bäume hacken. Hier, ich könnte doch von innen hier noch eine Ebene wegnehmen, ne? Ja, klar, du kannst den Graben breiter machen. Habe ich aus Versehen gerade Geister getötet bei mir auf die Kopfhörern? Was hast du gerade leiser gemacht? Ah, ich habe meine Kopfhörer aus Versehen leiser gedreht. Ja, gut. So, ein Baum sollte reichen.
Hast du die Saat mitgenommen? Ich hab noch Baumsaat, ja. Oh, kann ich den haben? Ja, die kannst du dann haben. Ich habe 22 hier Eichendinger und 24 hier Pein. Pan. Ach, Kätzchen. Was machst du denn da? Kommst du rüber gekrabbelt kuscheln? Warte mal, schmeiß mir mal die Saat raus. Welche willst du? Irgendwelche. Danke, danke. Ich weiß noch nicht, wie viel Erde ich brauche. Ach, scheiße, mir fällt gerade ein, wir mussten ja aus der Erde ja irgendwas bauen damals, ne? Hm. Waldboden. Ah. Die Schaufel, die nimmt so unglaublich meine Ausdauer. Die zieht sie so runter. Hacken konnte ich die ganze Zeit fast ohne Pause zu machen. Ja, hacken ging super, bei mir auch. Aber Schaufeln, da kackt er sich hier ein. Ich glaube, ich sehe gerade, da haben wir schon zwei Breite gemacht. Naja. Och, das Leben ist so anstrengend. Ich muss kurz pausieren. Ja, yeah, die erste 5er Spitzhacke ist fertig. Die zweite ist in der Mache. Schaufeln sind auch im Auftrag. Aber dann können wir die 1er Spitzhacke zerlegen. Ja, die brauchen wir nicht. War ja auch. Zack, weg damit. Braucht doch kein Mensch mehr. 1er Spitzhacke. Das war ja genauso. Na gut, meine Warteschlange ist voll. Ich hab wieder der Galler. Jo, mach das. In the Keller. Du, du, du. In the Keller. Komm gleich nach. Wenn ich nochmal die letzten Waldbodenstücke gebaut habe. Mach das. Wobei, ich hacke den Boden, glaube ich, nochmal eine Ebene tiefer. Damit das mit dem Weg so gut hinkommt. Wie du meinst. Warte. Oh, trinke mehr Flüssigkeiten. Licht an. Was machen wir denn morgen Schönes? Morgen ist Tag 28, Tag vor der vierten blutroten Nacht.
Über Verteidigen, oder? Oh. Also wahnsinnig viel müssen wir da doch gar nicht machen, oder? Ich weiß es nicht. Also die Stacheln sind zum Teil richtig gut im Arsch. Stacheldraht ist ein bisschen weg. Du wolltest eine zweite Lage Stacheldraht. Also es war eine Idee mit der zweiten Lage. Ist ja ganz okay. Wir müssen immer eh uns ein Stück auflassen. Und ja, man könnte zum Teil den Boden noch breiter machen, noch mehr Stacheln rein. Das frisst viel Holz. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir morgen den ganzen Tag damit verbringen. Okay. Ja, vielleicht machen wir dann von diesem, Gott, das wäre Vorbereitungsspezial 4 oder 5. Nee. Da können wir dann ja so einen kleinen Zusammenschnitt irgendwie vor das... Ja, willst du machen? Einen Zusammenschnitt machen? Ja, so einen Zusammenschnitt, bevor die blutrote Nacht dann anfängt. Ja, kannst du gerne machen. Also, nur mal zur Info, die ganzen Zusammenschnitte oder Schneiden so meistens, das macht meistens die Mathilde. Ich habe da echt keinen Bock und keinen Nerv zu, da bin ich echt zu faul, muss ich ehrlich sagen. Manchmal mache ich das, aber ist ja auch Arbeit, das ganze Rendern, das darf man ja nicht vergessen. Darum, als ich mit YouTube angefangen habe und das selber auch gemerkt habe, habe ich jetzt doch mehr Respekt an die Leute, die halt sehr viel schneiden und ja. Kann auch verstehen, wie so ein Tanzverbot dann noch gar nicht schneiden will. Naja. Zudem sag ich mal nichts. Ja, es ist... Ich halte mich da zurück. Ist okay, ist jeden das seine. Wer ihn gucken will, kann ihn gucken. Nein, ich finde, es gibt jetzt, egal ob Tanzverbot, aber es gibt halt Leute, die machen das auch sehr minimalistisch, also die gar nicht schneiden und auch keinen Vorspann machen. Allein Intro. Du musst das Intro, wenn du ein Intro hast, musst du auch das Video komplett nochmal neu rendern. Wenn das Video eine Stunde geht, dann geht das Rendern doch bestimmt auch eine Stunde, ne? Ja, wobei wir haben ja jetzt nun mal auch ein Programm, das ist umsonst. Ich könnte mir vorstellen, wenn man das in der Bezahlversion hat, dass das Rendern auch nicht so lange dauert. Das weiß ich nicht, aber ich gebe da jetzt nicht für ein Hobby, sag ich mal, so viel Geld aus. Also nicht für ein Programm, wo ich nicht weiß, ob das geil ist. Wenn ihr ein gutes Renderprogramm habt oder so, dann schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Vielleicht ist unser... Was nutzen wir nochmal? DaVinci Resolve. DaVinci, genau. Das ist kostenlos. Und es erfüllt seinen Zweck, was nur manchmal nervig ist, dass warum auch immer er manchmal die Videos abkackt. Also er ist bei 80% und hört einfach auf oder bricht einfach ab oder so. Das ist dann mal nervig, da muss man das nochmal anstarten. Ja. So, ich bin jetzt übrigens gerade so halbwegs über dir. Hier würde ich auch wieder eine Säule einbauen wollen. Ja, mach mit den Säulen, wie du denkst. Ja, also da hacke ich einfach gerade runter. Dass du da einfach so vorsichtig bist, so von wegen in die Breite oder so. Ich bin jetzt durch. Ich hacke hier nichts mehr. Okay. Ich mache hier gerade Mutter Erde und hoffe, dass ich dann... Ich hack mich jetzt hier nämlich einfach mal runter. Dass ich hier jetzt eine Reihe Bäume machen kann. Ich bin da echt gespannt. Ich auch. So. Nee, ist rot. Gibt nicht. Hat er keinen Platz? Achtung, ich fall gleich auf dich drauf. Oh nein, hier ist direkt unter der Säule. Ach scheiße. Ein Loch? ja. Ich kann auch einfach Stein, zerstörter Stein. Nee, irgendwie konnte man auch andere Steine machen. Nur Stein. Ah, scheiße, dafür brauche ich... Hier, welche Steine darf ich mal zerhauen? Wo ist denn hier keine Säule? Da ist eine Säule, ne? Warte mal. Ich kann ja mal hier so, zack, hier. Ich mach dir hier mal ein Loch rein. So, da wo ich das Loch gemacht habe, darfst du einmal gerade noch oben gehen. Ich will mal eine Reihe breiter machen. Vielleicht... Ich kann ja mal da runterklopfen.
Genau. Warum gucken die nicht da? Vielleicht ist das, reicht das mit der Breite nicht. Das wäre natürlich blöd, wenn wir jetzt hier so voll das Mega-Projekt ja, das ist voll, starten, das ist voll ärgerlich. Und das ist da ein bisschen breiter. Oh Mann. Hm. Was könnte ihm noch nicht gefallen? Na, wir haben keine Sonne hier unten, ne? Ach, Pappelepapp, daran achten die nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich will hier meine unterirdischen Bäume haben, verdammte Kacke. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Aber das Gras wächst schon mal auf dem Waldboden. Ja, das verstehe ich auch nicht. Waldboden. Nee, aber Breite stört ihn, glaube ich, nicht. Hm. Vielleicht ist es auch nicht hoch genug. Ich weiß nicht so, was er will. Ich habe jetzt eigentlich die Breite vermutet, aber darf der hier eigentlich nicht stören? Hm. Ach, von oben kommt der Dreck runter. Wo war denn hier die nächste Säule, die ich weghacken darf? Da, die. Genau, die Schneise darfst du runterhauen. Ja, ich will noch ein bisschen breiter machen. Wo war denn hier die nächste Säule? Warte, muss ich selber erstmal kurz gucken. Oh, ist schon wieder Nacht, schau ihn an. Ah, Mist. Hier. So. Ah! Ich falle! Also meine Hoffnung ist noch, dass es, wenn ich es breiter mache, dass es dann vielleicht besser, dass es dann klappt, aber... Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich will nur Bäume. Wir sind Zwerge, die Bäume wollen. Ja, Mutter Natur. Dann. Also das jetzt hier, das Zwischending, was ich gerade angucke, ist die Säule, ja? Oder kann das weg? Hier. Das hier kann weg. Also das hier, wo ich jetzt drauf habe, kann weg. Das da kann weg. Wunderbar, dann hacke ich das weg. Aber wir müssen hier ein bisschen aufpassen, weil hier ist der Gang nach oben. Ja. Na, dann müssen wir vielleicht einfach Schrägen oder Treppen bauen. Ich baue mal Treppen dafür. So. Machen wir den Boden weg. Holzstufe. Da.
Ach so, nee, Iron Stairs. Iron Stairs wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte Holzstufen mit. Ah, das kann ich natürlich nur in der... Dings. Okay, ja, also ich würde sagen, morgen, Tag 28, gibt es wahrscheinlich einen kleinen Zusammenschnitt von dem Vorbereitungsgedöns, was wir machen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Blutroten-Nacht schon wieder, ne? Ich hab's ein bisschen breiter gemacht. Ich kann nicht. Nein, nein. Was tust du?